So, ich hoffe, jetzt hört man was vom Spiel. Ich warte mal kurz. Sagt mir, ob zu laut oder zu leise, dann kann ich es noch alles anpassen. Dum, 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 dum. Ton passt. Super. Dann kann ich ja erstmal drauf ein. Diesmal wirklich, ja, dann kann ich erstmal drauf eingehen, was wir heute eigentlich machen. Taitai hat, glaube ich, im Jahr 2015 war das, XCOM schon mal bei uns auf dem Channel gezeigt. Allerdings das normale XCOM, ich weiß nicht, ob das Enemy Within war oder Unknown Enemy. Ich mache jetzt diesmal Enemy Within mit der Mod Long War. Die Mod macht das Spiel um einiges komplexer und umfangreicher. Und das sieht man allein schon hier, wenn man auf Second Wave geht, was man hier alles möglich einstellen kann. Als erstes mal Commander Choice, Strict Screening. Und wo ist das letzte, was ich haben wollte? Aiming Angles. Auf jeden Fall. Und weil ich ein bisschen entspannt zocken möchte, via Legion. So. Und wo ist das? Wo war es denn? Perfect Information, einfach nur so. Enemy Unknown, okay. Gut, und Perfect Information, so. Zur Information, was die einzelnen Sachen jetzt machen. Strict Screening macht, dass sämtliche Soldaten immer feste Startwerte haben. Und dann je nach Klasse erst bestimmte Werte verbessert werden. Aiming Angles macht eigentlich nur, dass ich, wenn ich Gegner flankiere, meine Hitchance besser ist. Und je näher ich dran stehe. Wir Legion, ich starte statt mit 6 Leuten mit 8 Leuten im Castle. Und Perfect Information sagt, soweit noch, dass ich sehe, wie viel Prozent Chance die Gegner zum Treffen haben. Und Commander Choice heißt, ich kann die Klasse bestimmen. Da kommen wir nämlich zum ersten Punkt. Sobald ich die erste Mission abgeschlossen habe, kann ich nämlich meinen Soldaten Spitznamen geben. Und diese Spitznamen werdet ihr sein. Und noch, damit sie nicht so viel rumlabert, noch das Geblabbel ausmachen. Das einzige Nachteil an der Mod ist, es ist alles leider auf Englisch. Für die Leute, die nicht so gut Englisch können. Tut mir leid. Extraterrestrial incursion. There
This Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative. To oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. So, das war das Intro. Jetzt fängt's an. Wo wollen wir starten? Wir haben einiges zur Auswahl. Ein bisschen viel. Ich bin mir immer unschlüssig, wo ich anfangen möchte, aber meistens fange ich persönlich in Frankreich an. Weil in Frankreich kriege ich 40% mehr Requests. Das heißt, mehr Aufgaben. Wenn ich mehr Aufgaben erfülle, ist der Panikschutz höher. Und je höher der Panikschutz ist, desto geringer ist die Chance, dass ein Land aus dem XCOM-Projekt abspringt und ich mehr Geld bekomme dadurch. Allgemein, auch durch die Aufträge mehr Geld und sowas. Also, sind wir jetzt mal Franzosen. Und wir fangen direkt mit der ersten Mission an. Wir sind in Leipzig. Die Franzosen marschieren in Deutschland ein. So, die Szene zeige ich euch einmal komplett und danach nie wieder, weil uninteressant. So, dann gehen wir erstmal langsam voran, weil ich keine Ahnung habe, wo blöd Boss-Gegner sind. So, das Auto ist voll. Dann kann der nächste dahin. Und du kannst mal an das Auto. Und du gehst an das Auto. Die Namen werde ich erst verteilen, sobald die Leute einen Rang aufgestiegen sind. Und was das Lustige ist, dass wir sind ja jetzt alles Privates. Ich werde auch einen Private nennen. Und dieser wird niemals aufgestuft werden, weil Private wäre sonst kein Private mehr, ne? Dann guck ich mal. Sehe ich welche im Haus? Nein. Keiner im Haus. Langsames Vortasten. Ich möchte nicht direkt in der ersten Mission direkt schon irgendeinen Soldaten verlieren. Was ich hier die ganze Zeit mache, erkläre ich dann ab der ersten richtigen Mission, nach dem Intro-Mission dann ganz in Ruhe. So, weiß ich denn jetzt, wo die Aliens herkommen? Hat jemand irgendwas gehört? Ja, du hast was gehört. Und ich sehe sie. Die besten Schützen der Welt. Moin, Jonas. Yay! Der erste hat was getötet. So, du gehst dann also dahin und versuchst den nächsten zu töten.
Und der zweite Tote, jawohl. Das fängt ja gut an bei mir. Du kannst den nicht sehen, also gehst du dahin. Du gehst mal dahin. Und ihr folgt. Das freut mich, Jonas. So, du gehst da. Ach, du kommst da nicht hin. Bäh. Du kommst da auch nicht hin, also gehst du da hin. Du gehst mal dahin. Und du gehst an die Hauswand. Und drei neue. Und noch mehr. Vier Stück. Einer weniger. So, du musst dich umpositionieren oder du schießt ihn mit 62% ab. Aber erstmal versuchst du dein Glück mit 58%. Jawohl. Dann gehst du nämlich... nee, da bist du... dann gehst du dahin. So. 79, 75, jawohl. Und noch ein totes Alien. Das läuft doch gerade wie geschmiert. So, wen siehst du? 35, 35. Das heißt, du gehst mal auf eine neue Position. Nämlich dahin. Oh. Reaction-Schuss. Prozent. Hier, komm, gib dein Bestes. Töte ihn. Noch ein totes Alien. Jawohl. Bleiben noch vier? Vier. Vier bleiben noch. Du siehst ihn echt nicht. Hier, schmeiß eine Granate. Noch ein totes Alien. Jawohl. Du gehst da an die Hauswand und versuchst da mal jemanden zu kriegen. Jawohl, mit gar nichts. Ich habe dich dashen lassen aus Versehen. Upsi. So, der nächste voran. Du gehst mal dahin. Wenn du jemanden siehst, ist super. Wenn nicht, dann gehst du in Overwatch. Jonas, hier gibt's keines. Nichts mit. Nichts Spoil, also du kannst gerne spoilern, ich kenne das Spiel. Sogar sehr gut. Ich weiß, was ich haben möchte und so. So, da waren es nur noch drei. Subsu, pass auf, sonst wirst du irgendwas Bescheuertes. So, so ein Rocketeer, der sich selbst mit einer Rakete in die Luft jagt. 55%. Die Person lebt noch! Du kannst nichts machen. Das heißt, du gehst dahin. 60%. Töte das Alien. Wirklich. Wie mache ich das jetzt? Mit dir könnte ich... Wie viel Prozent habe ich denn? 67%. Und von da könnte ich dich flankieren.
90%, 50% kritische Trefferchance. Jawohl! Mit der Pistole getötet! So, du läufst weg. So, du gehst dahin und versuchst dein Glück mit 35%. Leider nicht. Du gehst dahin. 35-20. Du hast aber noch eine Granate. Nee, das lohnt sich nicht. Warte mal, was hast du? Du hast die schöne Granate. Aber ich krieg dich nicht gut positioniert. Schade. So, erstmal die Leute nachholen. Du gehst mal dahin. 20-35. Hier, komm. Ja, genau. Schieß da lang. Jawohl, noch ein totes Alien. Und du gehst mal dahin. Bleibt nur noch eins. Mit 20%. Chaka. Na. Kommst du da mit deiner Granate hin? Nein. So, nur noch das Alien ist dran. Es kommt auch noch näher. So, dann erstmal durchswitchen. Ich will nämlich dich haben. Du nimmst dann hier so. 20%. Du geh mal dahin. 40%. Und du wirfst hier so schön eine Granate rein. Das hat er verdient. So, 10 Aliens getötet, niemanden verloren. Mission super gelaufen. Jonas, aber was ist denn einmal eins? So, und damit sind wir jetzt im richtigen Spiel. So, der erste, der befördert wird, mache ich gleich. Da, 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 da. So. Engineer, ja, ja, nervt nicht. Bild, Satellite, danke. Bild, Facility, wie sieht mein Dings aus? Da kommt der Strom hin. So, und dann habe ich noch 200 Tacken. Und mit den 200 Tacken mache ich gern. Was mache ich mit den 200 Tacken? Erstmal das hier. So, Situation Room. Ja, ja. Mission Control ist jetzt gerade unwichtig. Was mache ich mit den restlichen 200 Bucks? Kann ich mir davon noch irgendwas? Ah, genau, ich weiß es. Hangar. Ich brauche noch ein zusätzliches Flugzeug. So, und jetzt gehen wir in die Baracken. So, hier, der schwer Verwundete. Das wird... Wer möchte denn als erstes ins Team aufgenommen werden? Und was möchte er sein? Wir haben die Auswahl zwischen Gunner, Rocketeer, Grenadier, Medic, Infanterie, Assault, Scout, Sniper. Ich warte mal kurz.
Wer will der schwer Verwundete irgendwas sein? Wenn sich keiner meldet, wird Subso. Ja, doch so viele. Ich habe im Moment, ich habe eben was bekommen. Ja, doch nicht. Okay, meldet sich keiner, dann wird Subso, der Scout, Soulstorm, wird sofort ein Sniper. Nee, kann ich noch nicht, egal. Dann ist es jetzt Subso, ne. So. Alle wollen Sniper sein, ich weiß nicht warum. So, dann habe ich Soulstorm als Sniper und Jonas als Sniper. Sniper Nummer 1. Customize. Soulstorm 1-1. Du bist auch ein weiblicher Sniper, Soulstorm. So, und Sniper Nummer 2. Das reicht erstmal an Snipern. Jonas. Sechs, sieben, sechs, sieben. Elite ist die Klasse egal. Ich habe jetzt noch drei offen. Dann wird Elite Wolf, weil er so die Elite ist. Der Elite wirst du. Du wirst Infanterist. Na. Nee, du bist Assault. First Name. So, Elite Wolf. Und Waschbär will Medic sein. Okay, dann wirst du Medic. Hier, Medic. Wie wirst du geschrieben? Wasch. B. A. 3. R. Dir auch egal welche Klasse. Dann brauche ich noch einen Assault. Nicht Assault, einen Infanterist. Jawohl. Ja, schön mit richtig schönen Mustache. First Name Tipi. Tipi. To. PPI Typ. Tipitoppi Typ. Das war's erstmal mit Beförderung. Andere Leute kommen erst noch. Also, selbst zwei Leute, die ich mitgenommen habe, haben nicht mal ein Level abbekommen. Nee, nee, nee. Und Subso, ne? Richtig schlimm. Ist erstmal für 17 Tage verwundet. Erstmal schön in der Krankenstation sich von irgendwelchen Krankenschwestern bedienen lassen. Ja. Jetzt erstmal scannen, bis sehen, was passiert. Yay, neues Flugzeug. Ja. Da passiert ja mal was. So, in Shanghai, auf nach China. So, Waschbär, du wirst direkt mitgenommen, bist wieder aktiver Dienst. So. Soldat. Tippitoppi wird mitgenommen. Der Assault wird. Elite Wolf wirst mitgenommen.
Ein Sniper wird mitgenommen. Dann wird mitgenommen Rookie. Und noch ein Rookie. Und noch ein Rookie. Und wer hat's gedacht? Noch ein Rookie. So, jetzt geht's erst an die richtige Auswahl des der Ausrüstung. So, damit ihr auch mal was trefft. So, du brauchst das nicht. Du kriegst, du behältst das, aber kriegst dafür das da. Oh, nein, nein, du bist der, ne? Du bist der Infanterist. Sorry, dann bist du das und kriegst dazu noch. Ja, hier kommt eine Granate und damit du auch was triffst. Hier. Der ist das Wichtige. Hier. Du kriegst jetzt, wo ist sie denn? Einmal eine Granate und einmal das und hast eine Shotgun. Ist doch schon mal was. Der Sniper. Der muss natürlich auch was treffen. Also. So, habe ich noch irgendwas Nützliches für dich? Mehr Armor brauchst du eigentlich nicht. Kannst du das haben? So, die Rookies. Hier, damit ihr was trefft. Und hier eine Granate, eine ordentliche. Und dasselbe gilt für dich. Oh, ich habe ja noch zwei Rookies. So. So. Jetzt habe ich alle ausgestattet. Jawohl. Auf in die Mission. Ah, ist das laut. Auf nach Shanghai. Macht mich stolz, meine Leute. Macht mich stolz. So, jetzt erstmal zur Erklärung des Spiels an sich. Jeder Soldat hat zwei Aktionen innerhalb des Spiels am Anfang. Später mehr, aber grundsätzlich erstmal zwei Aktionen, gekennzeichnet mit diesen zwei blauen Dingern. Eine Aktion ist zum Beispiel bis hier in den blauen Bereich zu laufen. Die zweite Aktion würde sein, in den gelben Bereich laufen. Da ich aber nicht zu schnell vorankommen möchte, immer slow and steady. Erstmal den Sniper vor, bisschen, dass er eine schönere Position hat. Den Sniper will ich nämlich hierhin haben, dann später, weil er von da aus alles gut überwachen kann. Und ich wende mal ein bisschen die Kamera, weil wir hier in der Ecke. Hier ist nichts mehr. Die Map ist relativ klein, was uns zugute kommt. So. Die Leute immer gut verteilen, damit sie nämlich alles möglich gut abdecken. Die Fähigkeit, die ich hier übrigens einsetze, ist Overwatch. Sobald ein Gegner im Sichtradius der Person kommt, die Overwatch hat, schießt sie auf ihn und verwundet ihn vielleicht. So, du gehst noch dahin. Du gehst mal. Hier habe ich noch niemanden, der die Flanke so ein bisschen abdeckt. Und der Neuling kommt mal dahin. Ja, ich weiß, ich habe mich sehr viel bewegt. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich möchte nämlich erstmal wissen, wo die Gegner sind, weil ich keinen. Weil Subsu sich ja verletzen lassen musste, habe ich keinen Scout, womit ich ein bisschen rabiater vorgehen kann. So, die Frage ist: Ist da hinten einer oder ist da hinten niemand? Das will ich nämlich als erstes getestet haben.
Ich will nämlich nicht, dass jemand, wenn er hier in der kleinen Ecke sich ein Pulk Aliens verbirgt, dass sie mir nachher in den Rücken fallen. Du kannst mal dahin gehen. Die Ecke ist relativ safe. Medic geht langsam vor. Er hat noch keine Verwunden zum Heilen. Du gehst mal. Puh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe nicht wirklich Platz. Du kannst mal eines aufrücken. Und das hier unser. Ne, der kommt auch so nicht ran. Okay. Und du gehst dahin. Du wirst sowieso unser. Der Asshole wird unser MVP sein, wahrscheinlich in diesem Kampf. Weil der hat eine sehr, sehr schöne Fähigkeit, die ich. Aha, ich höre was. Es sind auf jeden Fall wieder dieselben Aliens wie in der letzten Mission. Moin, Kaiser Gamer. So, du gehst mal. Nachdem ich das alles gescheckt habe. Ja, hier ist kein Alien. Gut, gescheckt. Overwatch. Dann kann nämlich der Sniper hinterher. Und von dort oben alles töten, was er dann sehen wird. Sobald wir dann mal was sehen. So, habe ich da Deckung? Jawohl. Langsam und beständig. Langsam und beständig. Wir haben was! Alien 1 tot! Nein, du sollst noch kein Overwatchen. Du kannst Overwatchen, sobald du da bist. Noch mehr Aliens! Kommst du mit einer Granate ran? Nee. 45, 45, kannst du schießen. Alien am Boden! Medic nachziehen. Falls jemand verwundet wird. So, du. Ja. Ja. Du kannst mal da in die Ecke. Dann hast du es nicht mehr so weit. Du kannst von da aus weiterziehen. Du hast niemanden im Blick und das sind noch zwei. Das ist ein bisschen viel für deine Fähigkeit. Ja, noch weiter vorrücken will ich eigentlich großartig nicht. Also gehst du mal dahin. Der läuft zweimal. Und schön mit der Schrotflinte umgenietet. Ach ja, wer unter 18 ist, ne, bitte ausschalten, ne, weil Gewalt und so. Noch mehr Aliens. 4, 5 Aliens. 5 Aliens habe ich momentan wieder offen. Und einer ist im Overwatch. Kann ich den von hier aus... Ist das der... Ja, das ist zu geringe Chance. Hier, komm, Sniper, tu deine erste Tat des Tages. Bam! Voll zwischen die Augen. Von hier würdest du Overwatch nicht auslösen, aber auch nichts anderes. Gut, dann gehst du da mal hin. 45, 45. Du hast eine schöne Granate. Der Winkel passt noch nicht. So ist schöner Winkel. Schade. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen mehr Deckung wegfetzt. Falsche Richtung.
Du gehst dahin. Reaction Shots, das ist super. Auf den Sunny. Sunny darf sich erstmal selbst versorgen. Bester Medic. Bester Medic. Ich komme mit dir bis dahin. Das bringt mir da nicht viel. Schade. Also wird deine Fähigkeiten immer noch nicht zum Tragen kommen. Prozent oder eine Granate. Da sind zwei Aliens hinter einer Deckung. Jetzt haben sie keine Deckung mehr. Wie gehe ich denn mit dir vor? Erstmal kommst du dran. Eins weniger. Ja, dann gehst du dahin, wo er vorher stand. Sniper war ja schon dran. So, du brauchst einen wunderschönen guten Abend. Erschreck mich doch nicht so, Exo, sonst wirst du der Nächste, der verwundet irgendwo im Boden, am Boden liegt. Das will ich sehen. Noch bist du nicht im Spiel, aber vielleicht demnächst. Ich wäre dann gerne aber Max, so. Das dauert bei Long War. Viel Spaß. Ja, ich weiß, dass das dauert. So, erstmal noch jemanden weggesprengt. Ja, das ist das einzige Effektivste, was du gefühlt am Anfang machen kannst bei Long War. Ja, ne, meine Soldaten waren relativ treffsicher. Ich hab schon gesehen. Hast du mehr Luck als ich. So, und wenn du? Sie bei mir bei 89% vorbeischießen, die Pfeife. Ja, ja. Das Übliche halt, ne? Ja, ja. So, es sind noch zwei Aliens über. Vielleicht kann ich dann endlich mal die Fähigkeit von unserem Assault zeigen. Welche hast du denn genommen? Hit and Run? Ja, klar. Die erste Fähigkeit ist immer Run and Gun vom Assault. Ja, nee, bei Long War nicht. Doch, doch, bei Long War ist die erste Entscheidung die Klasse. Ja, ja gut, stimmt, ja, stimmt. Wir haben einen gepanikten Private, beziehungsweise Newbie, einen roten. Na toll. Ja, egal. Wird gleich ausgemustert. Subso liegt ja auch schon 18 Tage in der Krankenstation. Ja, nix kann er. Nix kann der Subso. Das ist ja. Eieiei. Ich kann jetzt mal endlich Run and Gun zeigen. Dann kann man nämlich, nachdem man so schön so gemacht hat, den Alien von hinten mit der Schrotflinte direkt in den Rücken schießen. Ja, genau so, Kaiser Gamer. Genau so. Hatte ich auch schon oft genug. Da denkst du dir so, what the fuck? 99%! Ah! Ihr GZ, du hast ja keinen verloren. Ja, nee, weiß ich, aber einen Verwundeten. Beziehungsweise zwei Verwundeten. Einmal Medic. Der Medic hat sich vom Overwatch treffen lassen. Man sollte seine Einheit noch nicht ziehen, wenn Overwatch aktiv ist, unbedingt. Das weißt du auch, ne? Ja, aber war die einzige Möglichkeit. Ja, das ist bei Long War, aber. Ich hatte keinen Scout, weil der Scout Subsu sich ja verwunden lassen musste. Ah, schlimm. Was haben wir denn jetzt hier? Ach Gott, ich kenne die ganzen Icons gar nicht mehr von Long War. Ja, ja, ich gehe Klassenentscheidung sowieso. So, wer möchte denn die nächste Klasse sein? Ich brauche erstmal noch einen Gunner, einen Rocketeer, einen Engineer, ja. Und noch alles andere. Also erstmal möchte ich jede Klasse erstmal einmal haben. Das heißt, einen Gunner, einen Rocketeer und einen Engineer, also ein Grenadier, besser gesagt. Also, wer meldet sich freiwillig für DDD Suicide Squad? Also, bis jetzt ist noch niemand gestorben. Bis jetzt haben wir nur Subso noch 10 Tage verwundet, namenloser Soldat 17 Tage verwundet und unser Medic Waschbär 19 Tage verwundet. Ja, ja, bis die Chrysaliden kommen. Ja, dann sterben die Ersten. Dann werden auch die Ersten geopfert. Der Langsamste bleibt zurück. Ja, oder ich scheiß Sieger. Ach, oh, halt auf. Kaiser Gamer,
schreibt so viel. Der Kaiser Gamer wird erstmal. Der Kaiser Gamer klingt so, als wäre ein guter Gunner. Ja. Ja, Kaiser Gamer, die Archangel ist echt gut, aber die, wenn sie dann bei Long War, da ist das wieder so eine Sache. Da gibt's halt bessere. Aber ansonsten ist die Archangel halt hier, echt komm. Godlike. Customize. Kaiser. Gamer. Nur sagen wir es erstmal. Erstmal, wo ich XCOM gespielt habe, das neue, habe ich die Heavy Gunner direkt weggeschickt. Wieso? Naja, ich hab das allererste UFO Enemy Unknown. Bin ich heute noch hart am Suchten. Und Heavy Weapon kannst in die Tonne treten. Captain. Die treffen dann nichts. Exo. Nein! Will Max sein, das geht nicht. Stimmt, wollte es Max sein, ja. Dann ist das jetzt. Das ist ein Klon. Bumse. Biene. Stimmt, du wolltest ja Max sein. Das dauert ja noch ewig. Dann, was fehlt mir jetzt noch? Ein Engineer. Ja, komm. Ich weiß, wer ein Engineer wird. Was gab's denn noch? Was waren denn jetzt nochmal die ganzen Klassen? Also der. Du hast Sniper, du hast. Der Sniper, Sniper, Scout, Rocketeer, ja. Gunner, Medic, Engineer, Assault, Infanterie. Ja, stimmt. Jetzt muss ich aber erstmal meinen Engineer wiederfinden, weil du mich abgelenkt hattest. Ist doch egal, das ist irgendein blöder Name, Jimby. Customize. Chaos. Ja, ich glaube, wenn du hier Kitty. Fertig bist, wenn du mit XCOM durch bist mit Long War hier, dann zeige ich mal das alte auf German. Das ganz alte. Ja, können wir gerne machen. Das so, waren noch Zeiten. Chaos Kitty ist jetzt unsere Granatenschmeißer-Lady. Ja. Ja. Muss man nichts zu sagen, ne? Ja, das war's schon wieder hier. Ich habe 80 Credits, womit ich nichts anfangen kann in Long War. Hast du schon den Sith schon einem Soldaten gewidmet? Ich baue keinen Schiffs. Nein, Sith. Achso, nein. Wir haben, Sith wollte Sniper werden und ich habe momentan schon 2 Sniper. Wenn ich dann mehr Sniper brauche, dann kommt Sith dann auch irgendwann dazu. Weißt ja, die brauchst du schneller als du denkst auf einmal. Ja, aber nicht am Anfang. Na. Boah, moin, Wilhelminchen. Ja, mach das, Kaiser Gamer. Ist ein gutes Spiel, XCOM 2. Also, oh, ja. Besonders mit der Erweiterung und dann noch der Mod Long War 2. Ja, ich zock's erst Long War, wenn ich die Erweiterung hab. Ja, und dann heißt es jetzt wieder, scannen bis irgendwas fertig ist. Weil mit 80 Bucks komme ich nicht weit. Oh, die USA ist aus dem Projekt ausgestiegen. Ich weiß, wo die Aliens ihren Stützpunkt haben. Ja, das ist immer sehr obvious. Das stimmt wohl. Nee, bei meinem Spielstand vorher hatte ich Nigeria. Ein UFO, was landen möchte. Okay. Ey, hör auf. Ich hatte schon das innerhalb, sagen wir, der ersten 3 Spiel-Ingame-Wochen mir 3 Länder abgesprungen sind. Da hat dann dezent das Geld gefehlt auf einmal. Konnte ich direkt neu starten. Oh, 80 Bucks für United Kingdom. So, wen habe ich denn aktiv? Ja. Fatigue noch 8 Stunden. 2 Tage, wie lange habe ich? 8 Stunden. Ja, das reicht nicht ganz. Also wird es ein Sniper. Soulstorm, du musst es reißen und ganz viele Neulinge. Kommt alle rein. Dann das kann ja was werden. Sie tragen nicht umsonst rot, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich find's gut, dass das da automatisch gepaintet wird. So, damit ihr mal ein bisschen was trefft, ihr scheiß Rookies. Kriegt dann Lasersight, dann noch eine schöne Granate und eine Assault Carbine. Ich weiß, dass das die Waffe weniger Schaden macht, aber dafür treffen sie mal was. Naja,
So, du kriegst das und weil wir keinen Medic dabei haben, kriegst du ein Medikit. Das macht's halt so viel angenehmer bei Longwarner. Was? Dass du von Anfang an Medikit hast. Ja, und hier, du kriegst auch ein Medikit. Zwei Leute mit Medik. Drei Leute mit Medikit, das reicht. Hier. Tack. Ja, Kaiser Gamer, das ist irgendwie so typisches Vorgehen, wenn du weiter ausgebildete Soldaten brauchst oder halt welche mit Promotion. Ja, was soll ich denn machen, wenn alle anderen momentan im Fatigue sind? Ja, der Sniper kannst du in der Regel rausreißen, wenn du Glück hast. Ja, wenn ich eine gute Map habe. Ja, wenn du eine gute Map hast. Hier, komm, kriegst große Magazine, damit du nicht so oft nachladen musst. Also, ich gehe mal davon aus, dass in dieser Mission mindestens ein Newbie sterben wird. Wenn nicht, würde mich das schon ziemlich wundern. Außer ich habe wieder Glück und meine Reaction-Schüsse von 22% treffen oder sowas. So, Granaten, ganz viele Granaten. Damit kann man nicht sowieso sehr viel reißen. Ich habe 3 Medipacks, das ist ein Medipack zu viel. Hier kriegst du noch eine Granate. 2 Medipacks müssen reichen. Also, wer mehr als 2 Leute verwundet werden, Pech gehabt. Das war sehr großzügig zu deinen Nubis. Wer sagt, dass das die Nubis bekommen? Das kriegt der Sniper. der nie getroffen wird, kriegt einen Medipack einfach reingestimmt. Ach, die Map ist das. Oh, wenn ich blöd stehe, bin ich im offenen Feld erstmal so. Mhm. Es geht. Ich komme. Ja, doch, es geht. Ja, doch, es geht. Aber das Schlechte ist, es ist Regen. Dadurch ist es lauter. Dadurch hören die Aliens mich besser durch die Platschgeräusche des Wassers halt. Auf dem Boden. Yes. Oh, die ersten Aliens. Drohnen. Oh no. Die sind ja auch so schön zu treffen. Naja, vor allem haben die Soldaten was Talent, den nur 2 HP zu abzuziehen. Ja. Und dann repariert die eine die andere und dann, ja. Ich hab's gerade gesehen. Hier, komm, zerstör die Drohne. Du hattest 50-50. Hier, komm, geh in Deckung. Zerstör die Drohne. Ich will dafür keine Granate opfern. Jawohl, Drohne 1 kaputt! Drohne 1 am Boden! Wüssten wir aber ein Problem. Wieso? Keine Ahnung, die Drohne ist kaputt. Eine Drohne. Ein Schaden! Warum nehme ich Nibis überhaupt mit? Ach, ich habe keine andere Wahl. Obwohl, ich hätte auch nur mit dem Sniper losgehen können, aber das wäre dann echt Suicide. Boah, das wäre richtig Suicide. Jawohl, Drohne 2 am Boden! Kann ich. Ich habe aber keine gute Position für meinen Sniper, ne? Na ja gut, aber das ist bei dem. Kannst du höchstens hinter der Busschaltestelle irgendwo positionieren, oder? Dann hast du wenigstens Full Protection. Ja, wenigstens schon mal etwas. Und du gehst mal dahin. Ist halt. Trotzdem, ich gehe mit dem Sniper am liebsten auf irgendwelche Gebäude drauf. Ja klar, dann kriegt er einen Bonus. Grundsätzlich kriegt man einen Bonus, wenn man höher als der Gegner ist. Ja, aber beim Sniper ist es halt logischerweise effektivsten, ne? Deswegen selten, dass ich. Map-Ende und da ist Map-Ende. Also es ist nur dieser Straßenzug. Oh, Melt-Container. Ich habe ja auch letztens Long War angefangen, ne? Die blöde VIP-Mission. Die erste? Auf dem Friedhof. Nee, die war nicht auf dem Friedhof, die war in dem Gebäudeblock, wo du die ganzen Hochhäuser hast. Ach, die. In dem Gang. Ah, die auf dem Friedhof ist halt noch eine Nummer schlimmer. Die ist richtig schlimm. Weil man nur geschätzte 30 Sinmen begegnet und die ganze Zeit so Acid. Also Säure. Das Geile ist, ich ziehe meine Soldaten, keine Reaktion. Ich ziehe den VIP ein Feld anders da. Overwatch, zack, tot. Ey. Ein Feld, wo er sich drauf hatte. Übrigens, ich werde hier auch, wenn mir irgendwas
total gegen den Strich geht, die Mission entweder neu starten oder laden. Weil, nicht falsch verstehen, aber ne? Wenn wir, ja, man muss es nicht übertreiben bei Longboard, es ist schon hart genug. Also wenn der Gegner mit gefühlten 3% Trefferwahrscheinlichkeit mir den Soldaten wegkrittet, ne, dann, ja. das ist so Aliens! Insektoiden, was sonst? Oder Drones? Insektoiden. Naja, wenigstens tun sie... Ein Moment. Kommst du da hin? Ja, schade. Hier, komm. Feuer drauf. Nee. Aber durch die Long War haben sie die Sektoiden wenigstens gemacht wie früher. Das ist das Gute. Da nutzen sie wenigstens ihre Psy-Fähigkeiten. Ja, aber erst spät. Also ihre Anfangsfähigkeit, dieser HP-Gain, ja, und das ist auch eine Psy-Fähigkeit. Ja, aber ich meine auch deine Soldaten Psy-Fähigkeiten wirken. Ich freue mich jetzt schon auf den ersten Sektopod, den wirst du heute wahrscheinlich nicht sehen. Ja, Sektopods so ätzend. Also bei Longboard dauert das Ewigkeiten, bis du auf die ersten Sektopoden triffst. Ja, das ist ja wenigstens einigermaßen nett gestaltet vom Mod-Entwickler. Das erste Mal aber, wenn du auf einen Chrysaliden triffst, ist, wenn du noch gar nicht auf einen Chrysaliden treffen sollst. Ja, weil dir einfach die Waffen und alles fehlen. Da brauchst du mit den normalen Projektilwaffen gar nicht antanzen. So, Sniper, du hast da hinten 93%, ne? 50% Crit-Chance. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich Max hab, weil da können die Chrysaliden halt nichts anrichten. So, jetzt stehen die. Kommst du dran? Nein, immer noch nicht. Ich muss dich vorrücken, aber die haben kein Overwatch. La 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 la. Komm, werf deine Granate, so dass der Meldcontainer nicht beschädigt wird. Danke. Der ist ein Alien hinter dem Mofa, ne? Ja. Oh, ich habe ein paar neue Aliens aufgescheucht. Hups! Hoppala! Waren das jetzt 3 Sektoiden nochmal? Nee, ich glaube ja. Kommst du dran? Nicht ohne den Weltkanister zu zerstören, aber ich will den Weltkanister haben, also. Versuch dein Bestes. Jawohl! Du gehst mal dahin und versuchst von hier aus den mit 37% den. Jawohl! Ich habe Cutscene gesehen und wusste Treffer. Ja, das ist immer so obvious teilweise. Nee, ist ja immer so, Cutscene ist Treffer. Ja. Außer im Overwatch halt, ne? Aber. Ja. So, du musst vorgehen und nachladen. Du hast nämlich nur noch einen Schuss. Und das ist nicht so schön, wenn der Soldat nur noch einen Schuss hat. Nee. Muss ich schon mal, echt, das waren so geschätzte 6-7 Chrysaliden und ich hatte eine Runde, weil ich halt in der Vorrunde geschätzte 8-9 Zinnmänner umgebrezelt hatte, muss ich in der Runde, wo die Chrysaliden recht nah waren, entweder lade ich jetzt nach oder ich schieße mit Pistolen auf die. Ja. Ja, gerade wenn Chrysaliden im Spiel sind, da musst du so aufpassen, da musst du wirklich durchplanen. Ja, aber man weiß es ja am Anfang nicht immer direkt. Ist auf einmal da und dann denkst du dir so, ja, scheiße. Man hört zwar an den Geräuschen manchmal. Also Chrysaliden höre ich inzwischen ziemlich gut raus. Ja. Nein! Mein Meldcontainer! Oh no. Hab's gerade gesehen, der ist gerade hochgegangen. Dafür hat die Kanadien doppelt damaged. Obwohl es nicht im Radius war. Ja, dafür wird dieses Alien büßen. Es ist alles die Schuld des Aliens. Was ich hinter dem Ding verstecken musste. Ja. Du hattest 62%, ne? Ihr seid solche Luschen. 45%, hier komm, töte. Ja, geht doch. Ja, Kaiser Gamer, ich finde, das Chrysaliden sind somit das Schlimmste, was du mit haben kannst. Ja. Genauso wie diese scheiß Cyberdisks. Ja, aber ich muss ehrlich sagen,
Beim neueren XCOM sind die echt verharmlost. Also die Cyberdiss und die Chrysaliden. Weil hier hast du noch 2 Runden Zeit, bevor dein Soldat hops geht. Beim alten, einmal berührt, direkt Zombie. Die Cyberdiss, ja, die haben dich mit, keine Ahnung, 10% haben dich weggeschossen. Ja, komm, du hast 30%. Bester Soldat! Jawohl, alle 7 tot. 0 Verluste. Die Private Show hat gesiegt. Ohne Verluste. Es wurde nicht mal einer getroffen. Nicht mal einer verwundet. Jawohl. Du hast aber schon ganz schön unverschämtes Glück, das weißt du ja. Wieso ist das unverschämtes Glück? Ich habe 160 Bucks. Mit 160 Bucks kann ich immer noch nichts anfangen. Nee. Kannst du jetzt gucken, ob du irgendwas verkaufen kannst? Ich verkaufe am Anfang gar nichts. Ich verkaufe nur Damage-Sachen. Ja, ja, aber gut, du hast doch kein UFO, ne? Ja. Ja doch, ein UFO hatte ich, aber das ist irgendwo gelandet. Ja, doch, das ist gelandet und hat einen Abduction gemacht. Und nicht einen UFO. Ja, aber Sektoiden-Leichen kannst du ein paar verkaufen. Nee, die behalte ich. Nur, dass du immer noch eine hast. Nee, die behalte ich erstmal noch. Die brauche ich noch für ein paar Forschungen. Ja, Kaiser Gamer, der hat ein Sektoiden hat er erschossen, der Sniper. Ja, ein ganzes. Mehr hat er ja nicht in Sichtfeld mehr. Erstmal muss ich jetzt in meine Baracken und mehr Leute befördern. Weil Subso ist immer noch für 7 Tage verwundet. Ah, der Faulpelz. So, hier. Abilities. Als erstes brauche ich noch einen Infanteristen. Und diese Infanteristin wird Wilhelminchen. So richtig geschrieben. So, Wilhelminchen. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Infanterist. Squadzeit bleibt einfach OP auf dem Sniper. Ich weiß jetzt nicht, was Squadzeit aus dem Kopf macht. Was war denn? Squadzeit, lass mich überlegen. Ich brauche noch einen Runner Gunner. Warte mal, das Squadzeit war, glaube ich, das, dass deine Genauigkeit hochgeht, wenn deine Squad-Leute auch einen Alien sichten. In Zeit haben. Irgendwie sowas, glaube ich, war es. Grüß dich, Moment. Nein, Squadzeit war, du kannst auf Sachen schießen, die andere sehen. Das war meine Squadzeit. Ja, meine ich doch. So, Ramwal ist jetzt ein Assault. Mein Beileid, Ramwal. Mondstriker wird jetzt einer. Mondstriker wird, was wird Mondstriker? Mondstriker wird unser zweiter Scout. Weil Subsumo ja meint, für 7 Tage noch verwundet zu sein. Mond. Striker. So. Dann kann ich ja langsam mal noch die German-Liste abgehen. So, was habe ich denn? 2 Sniper, 2 Scouts. Ein Rocketeer brauche ich noch nicht. So wirklich ein Gunner kann ich noch gebrauchen erstmal. Hier, Gunner. Und dieser Gunner. Moni will aber der Spanier werden. Wo habe ich einen Spanier? Welcher Spanier? Ich habe ein paar Spanier. Ne, ich habe einen Spanier. Und das ist Bumsebiene, unser Rocketeer. Jetzt habe ich den Gunner noch keinen Namen genommen. Was gibt denn unsere German-Liste so her an Namen? Och, eine ganze Menge. Nenn irgendeinen Headsets. Namen. Irgendein. Arrestium. Arrestium. Arrestium, unser Gunner. Somit habe ich jetzt das auch. Ich habe 4 Leute, ein paar Privates sind nicht aufgestiegen, leider. Apropos, ich muss noch ein Private nennen. Ein Private. Ja. Customize. Private.
117. Der Private mit dicke Schnauzer. LP. Viel Spaß, Wilhelminchen. So, bitte. Private, der 117 Let's Play, bleibt für ewig Private. Weil sonst wäre er kein Private mehr, ne? Ja. It's Batman. Ich glaub, Private wird auch nie auf irgendwelche Missionen mitgeschickt. So. Das war das. Alle wurden benannt, dann kann ich ja weiter scannen. UFO! Schieß das UFO ab! Hier, Raven 1. Ja, wenigstens ein kleines. Mal sehen, wie viel Glück ich habe. Ich habe 5 Flugzeuge. Yay! UFO down! UFO down! Ja, jetzt wo ich angefangen habe, die ersten UFOs, alles nur Giant UFOs. Da kannst du ja mit einem normalen noch gar nichts anfangen. 35 Stunden ist in knapp 2 Tagen, 1 Tag jemand wieder aktiv. Ein Tag, 4 Stunden, 11 Stunden, 23 Stunden. Ja, also ich warte ein bisschen, bis ich ein paar aktivere Leute habe. Ah, schickst du Rookies mit. So. Ja, verständlich, Kaiser, verständlich. Ja, jeder hat so einen Hass auf größere UFOs, besonders wenn sie dann ankommen. Ja, 6, 9 Stunden. Ja, noch 9 Stunden warten, das habe ich noch. So, alle wieder aktiv im Dienst. Auf zu UFO. Wen nehme ich denn mit? Einmal Jonas, unseren Sniper. Jawohl, wird mitgenommen. Unser Assault mitgenommen. In Infanterist mitgenommen. Gunner. Rocketeer. Noobie. So. Damit haben wir das auch schon wieder geklärt. Ja, du bleibst so, du kannst so bleiben. Du wirst noch umgeändert. Du brauchst nämlich keine Weste. Du kriegst einmal das da und eine Granate. Du bist eigentlich immer recht weit hinten. Privatarmee vs. UFO. Ich bin nur am Überlegen, was gibst du deinen Gunnern am Anfang immer mit, außer besser Treffsicherheit. Variiere ich ehrlich gesagt. Munition ist eher so. Der hat eigentlich ja, genug Munition in seiner Waffe. Ja, 4 oder 5 Mal kann er schießen, ne? Ja, genau. Obwohl er nutzt oft zu preschen und das nutzt, glaube ich, 2 Einheiten. Ja. Mond, wenn du noch nicht wieder aktiv im Dienst wärst, dann könnte ich dich mitnehmen. Aber du bist leider noch im Urlaub. Du hattest einen Einsatz und hast dann erstmal 5 bis 7 Tage, sind das glaube ich immer Erholungszeit. Ja. Weil du Panik hattest. So, unser Rocketeer, der kriegt natürlich noch eine extra Rakete mit. Ja. Und damit er was trifft, hier einen kleinen Karabiner. So, und dann gibst du Rocketeer, gibst du Dings mit. Den kannst du ja gar keine Heavy Machine Gun mitgeben. Nee, das geht nicht. Das geht ja gar nicht. Ach nein, du kriegst kein. Wie viel Badabum habe ich jetzt dabei? Eine Granate, 2 Granaten, 3 Granaten. Ein Medikit und dann kriegst du noch deine letzte Granate mit. Dann habe ich genug Badabum. Ja, du hast Urlaub nach einem erfolgreichen Einsatz, ohne dass du gehittet worden bist. Im Gegensatz zu Subso. Subso hat sich erstmal in der ersten Mission so hat er sterbenden Schwan gemacht. Ja, der wollte nur zu Ella in die Krankenstation. So, ich bin.
Obwohl, ne, ein Gunner kriegt nicht mehr Munition, du kriegst auch noch eine Granate. Hier, mehr Granaten macht mehr Spaß. Bombenstimmung. Let's the party begin. Mal sehen, welche Map das ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Das ist eh so, so krass variiert bei Long War. Ja, im normalen Spiel sind das gefühlte 5 Maps und hier hast du 20. Ja, wenn das reicht. So, wo bin ich denn? Ich bin auf jeden Fall... Da habe ich... Nach links habe ich was weg und nach rechts habe ich da was weg. Ja gut, das stimmt an sich, Kaiser Gamer, ja. So, als erstes habe ich eine super Position für meinen Sniper gefunden. Die erste Position. Und die zweite Position... Was Explosives angeht, da bin ich echt geschädigt vom Alten. Und hier ist die zweite Position für einen Sniper. Hier auch schön auf dieses kleine Plateau dann. Deswegen habe ich zwar inzwischen, wenn ich X komme, das neue Spiel, an die Raketen angefreundet von den Heavys, aber das war's dann auch. Langsam vor, meine Leute. Kaiser Gamer, du machst das. Genauso wie alle meine anderen Soldaten. Hier, du kommst. Du kommst dahin mit deinen zwei Raketen. Du kannst dahin. Zwei Leute am Anfang reichen im Overwatch eigentlich. Trotzdem ist das so eine Position, wo ich nicht sein möchte. Es ist relativ wenig Deckung. Ja. Wo könnte ich dich hinschicken? Ich möchte ja auch nicht aus Versehen irgendwas aufdecken. So, und du kriegst hier die 2 Meter. Erstmal Pause machen. Wieso habe ich das Gefühl, ich bin der erste Tote? Weiß nicht. Ich weiß nicht, warum du das Gefühl hast. Bumsebiene, nach vorne mit dir. Immer noch keine Aliens entdeckt, das heißt, ich kann nochmal vorrücken. Der Sniper bleibt noch auf Position. Geht schon mal in Anschlag, falls wir doch noch irgendwelche Aliens aufdecken sollten. Du gehst mal dahin. Langsam und beständig, wie eine langsame Schildkröte vorgehen. Soll ich jetzt Kaiser Gamer einfach mitten ins offene Feld stellen? Das wäre schon ziemlich gemein von mir. Nee, mache ich nicht. Ich opfere keinen Soldaten mutmaßlich. Außer wenn Chrysaliden im Spiel sind. Und dann auch nur, wenn es sein muss. So, und du? Ja, du hast keinen Baum, du hast nichts. Doch, da. Du kannst dich nochmal 2 Meterchen bewegen. So, von wo kommen die Aliens? Gib mir ein Zeichen, dass ich mich orientieren kann. Oh, ich muss mich komplett neu positionieren. Also ich höre hier Insektoiden. Blabla, Deppen. Du gehst dahin. Von da habe ich... Aha. Aha. Nein, der Sniper sieht sie nicht. Das ist jetzt unlucky. Na gut, ich verabscheue mich jetzt mal. Schon? Okay, jetzt selber eine Runde zocken. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ja. Euch im Chat auch. Und lass die Leute am Leben. Ja, das wird schon. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
So. Moin, Soul Phantom. So. So. Und du rückst mal dahin vor. Alle Leute ein bisschen besser aufgeteilt. Nicht die Biene! Kannst du jetzt was sehen? Jawohl. Es war nur 48%, aber tot ist tot. Von wo kam der Schuss? Ich höre die Musik, aber ich sehe niemanden. Da dürftest du eigentlich relativ sicher sein. So. Und du rückst mal nach da auf. Und weiter nach da. Ja, und du gehst mal hier an den Baum. Ja. Du hast hier nicht mal irgendwas Großartiges. Ich könnte dich dahin schicken, Bumsebiene. Ja, Bumsebiene, geh da mal hin. Ach, da seid ihr! Totes Alien! Nein, Kaiser Gamer, der hat getroffen. Hast doch ganz genau gesehen, dass er getroffen hat. Wie sie die ganze Zeit Bumsebiene zu pressen. Erstmal gucken, ob mein Sniper den kriegt. Nö. Das heißt, du kannst endlich mal nachrücken. Du könntest dahin gehen, vielleicht siehst du dann was. Jawohl, du flankierst. Töte das Alien. Wie du auch gesehen hast, gerade eben bei dem Alien, das hat ein bisschen spät reagiert erst, bis es tot umgekippt ist. Meldkanister. Diesmal gehört er mir. Meins. So, dann kann ich jetzt hier neu positionieren. Gehst mal dahin und hältst da Stellung. Du gehst da hoch. Kaiser Gamer, bis jetzt einmal geschossen und ich weiß nicht, ob du getroffen hattest oder nicht mehr. Jawohl, du, nee, du machst Daddy Weapon. Falls wir gleich nächste Runde Aliens entdecken, dass du da direkt eine Rakete reinpfeffern kannst. Ja, und du gehst dahin. So, wo bleiben die nächsten? Ah ja, Commander.
langsam. Ich habe was entdeckt. Es ist der Outsider, glaube ich. Hießen sie Outsider? Ich glaube ja, ne? Nee. Da habe ich was Schöneres. Na. Bumsebiene, du hast mich richtig enttäuscht. Welche Insektoiden? Rechts waren keine Insektoiden. Du siehst hier nichts. Wirklich gar nichts. Du kommst ja nicht mal weit genug für eine Granate. Du hast 30% hier. Granatisiere. Hier. Bumm. Mach seine Deckung kaputt, dass die anderen Leute dran kommen. Oder mach zumindest zwei Schaden, die er gleich regeneriert. Kommst du? Dann gehst du halt in Overwatch. Du gehst in Overwatch. Du musst erstmal nachrücken. Ja. Ich habe noch meinen. Der nimmt sich nämlich den vollen Baum. Jawohl, von da aus hast du eine super Sicht. Und du rennst dahin. So. Ja, siehst du mal, Kaiser Gamer, du triffst nicht mal mit deinem Reaction-Schuss. Hör auf Biene zu schießen! Oh oh! Oh oh! Insektoiden! Von links! Wir werden flankiert! Mayday! Mayday! Kümmer dich drum! Wir haben Wichtigeres zu tun! Du! Halt ihn nieder! Wir müssen uns neu positionieren. Du könntest näher ran, aber das ist mir zu gefährlich. Du könntest dahin gehen. Du gehst den umständlichen Weg. Hauptsache, ich krieg euch da weg. Wo gehst du hin, Biene? Du solltest dahin gehen. Ja, ne? Du kommst ja auch an wirklich viel ran. Das heißt, du unterstützt die Leute da an der Ecke. Und du hast 60% hier, komm. Bevor du auf nichts schießt. 2. Jawohl, die er gleich wieder regenerieren kann. Jetzt wird er hin und her suppressed. Oh. So, dich behalte ich in der Hinterhand. Wo ist mein Sniper? So, Sniper.
49%. Versuch dein Glück. Jawohl, Insektoid, noch einer tot. Nur noch einer. Du triffst nichts. Du bist noch... Du gehst mal hinter dem Baum. Kannst ab nächster Runde dann... Oh nein, noch mehr Aliens. Ich weiß, dass das eine Alien hier irgendwo hingegangen ist. Das einer reicht als Unterstützung. So, du. Gehst den noch umständlicheren Weg hier unten lang. Da solltest du eigentlich nicht stehen, aber ich glaube, das war mein erster Toter. Oder wird mein erster Toter. Da habe ich dich gefunden. Hier, komm, 77%. Du müsstest dich eigentlich zurückziehen. Ja, du kannst mal nachladen. Du hast nicht, fast keine Munition mehr. Und du kannst suppressen, einfach, damit der mal wieder nichts trifft. Noch 5 Aliens auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Kaiser Gamer, ob da was umsonst gibt. Ah, das tut weh. Private Schwarzkopf, nein! Ja, du musst nachladen leider diese Runde. Das habe ich 28, 43, 43. Komm, das schaffst du. Chaka. Jonas ist ein echt guter Schütze. 30, 30. Was hast du so? Du hast noch eine Rakete. Erstmal näher ran. Ein bisschen runter. Und das Beste hoffen. Zumindest das Alien-Schrott. Wir kommen. Ne, du hast ein Stimpack. Du könntest ihn heilen. Du hast nämlich kein Stimpack. Jawohl, noch ein totes Alien. Zwei weniger. Und du gehst immer noch den ganz langen Weg hier außen rum. Und du heil ihn. So. Du hast noch ein Ziel. 30% kannst du es ja mal versuchen. Yay! So, eins davon ist noch da und ein der große ist noch da. Der große ist leider ein Overwatch, deshalb bin ich nicht großartig näher gegangen. 20% auf. Noch ein Rookie. Private, wie auch immer. Hast du was dabei? Nein. Das heißt, dich bewahre ich in der Hinterhand. Du
hast keine großartige Deckung. Du hast 65% auf den oder wenn ich vorlaufe, vielleicht ein bisschen mehr. 56%. Hier komm, tu dein Bestes. Jawohl. Du machst Steady Weapon. Du probierst dein Glück mit 30%. Jawohl, ein Schaden. Immerhin ein Schaden. Du, dich brauche ich noch. Du hast auch 30% hier. Komm, gib dein Bestes. Nächste Runde geht Elite Wolf. Nächste Runde bist du dran. Nächste Runde machst du was. Ja, nerv nicht. Du nutzt auf jeden Fall Suppression, damit er da auf keinen Fall auf doofe Ideen kommt. Du gehst dahin, schießt von da auf ihn. Und du gehst dahin. Ja, schade. Nicht ganz. Nächste Runde. Ach, nichts machen ist auch eine Idee. So, Run and Gun. Wieder keine Toten. Yeah, baby. Nur 2 Verwundete, 19 und 20 Tage. Buh, buh. Alien Computers, was habe ich? Irgendwas kaputtes. Ein Flight Computer nur. Ich habe fast wieder ein bisschen Geld. Ich habe fast Geld. Wie sieht eigentlich meine Energie aus? Das könnte ich eigentlich schon machen. Hier. Und hier kannst du schon mal ausheben und dafür fehlt mir das Geld. Habe ich irgendwas Interessantes? Nö. So, ich habe wieder die Wahl. Neue Soldaten. Neue Ränge. So. Das hier, warte mal, was fehlt mir? Ein Sniper kann ich noch nehmen. Das wird dann Ziff. Na, da. So, Ziff. Ja. Ziff. Wie Lisa. Sion. Das ist unser Ziff. So. Dann brauche ich noch mehr Infanteristen. Und Karl Schwarzkopf wird Schutzu? Was? Du hast einen Kappa geschrieben, also wird das jetzt. Hier, da, Schutzu. Falsch geschrieben. Nein! Jetzt richtig. Hier bist, Infanterist.
Sei glücklich. Dann brauche ich noch mehr Medics. Hier, Medic. Customize. Yuki. Arisato. Yuki ist unser Medic. Tippitoppi-Typ. Hat ein schönes Level-Up. Yay. Das heißt, er kriegt jetzt Executioner, damit er mal, wenn ein Gegner unter 50% sind, mehr Schaden macht. So, Elite Wolf. Close Combat Spezialist. Wenn jemand dir vier Felder zu nahe kommt, schießt du einfach auf ihn. Und unser Sniper Jonas kriegt mehr Defense. Lone Wolf ist jetzt nicht so toll. Der steht eigentlich. Ich trenne mich nicht gern von meinen Leuten. Deshalb kriegst du Deadeye. Plus 15 Trefferchance gegen fliegende Sachen. Ja, das war's schon wieder mit meinen Level-Ups. Yay. Ja, ne? Passiert immer noch nicht so viel. Am Anfang ist noch relativ ruhig alles. Neues UFO! Hier, komm! Jawohl, ein Treffer! Auch ein Treffer, jawohl! Und es ist wieder abgestürzt. 35 Stunden, wann sind meine Leute ready? Was habe ich so da? Ein Tag, zwei Tage, ein Tag, ein paar Stunden. Und die ganzen Verwundeten, ne? Also, eins, zwei, drei Leute müssen das sein, die ich gleich wieder kriege. Normal, also das, den ersten Schwierigkeitsgrad ganz oben, der für Longbow empfohlen wird. Eins, zwei, drei. So, nächstes UFO. Wir haben ja gerade eben nicht schon eins gehabt. Also dasselbe Spiel nochmal. Wer kommt mit? Der bessere Sniper? Der bessere Sniper. Bessere Sniper ist immer gut. Hier, unser Gunner kommt wieder mit. Kaiser Gamer. Ramwal, ab in den Dienst. Moonstriker! Ein Einsatz für dich. Ja, komm, noch ein Gunner. Man kann nie genug Gunner haben. Infanterist. Und, weil wir es noch nicht hatten. Neuling und. Neuling. Infanterist. Unser Gunner Nummer 1. Hier, du kriegst noch ein Medipack dabei. Medikit. Hier, Medikit. So, ist unser Scouty mit Scout Moonstriker kriegst Marksman, damit, nee, du musst schnell und agil sein. Nee, ist nicht extrem easy. Badabum habe ich genug dabei, fertig.
Als wenn ich extrem easy spielen würde. Pff, was denkt ihr denn von mir? Ich guck mal, ob ich jemanden vom Team noch irgendwie begeistern könnte, mitzumachen beim zum Sprechen. So, sorry. Sobald es fertig wird, Schütze. Sobald es fertig wird. So, Mondstriker. Dein Einsatz. Noch nicht. Erstmal muss ich meinen Sniper. Ich wollte eigentlich meinen Sniper da haben. Egal. Kommt der Sniper halt. Wo habe ich denn. Oh, da ist ein schöner Meldkornister. Sniper kommt wieder dahin. Ja, ich weiß schon so. Oh ja. Das ist genau die haargenau dieselbe Map. Ja, da kann ich auch nichts für. Heißt ja nicht, dass die Aliens von genau derselben Ort kommen. Vielleicht sind ja jetzt mal ein paar Drohnen dabei wieder. Oder was anderes komisches so. Noch Overwatch habe ich. So. Geh mal in die Richtung. Nee, Chrysalid klingt anders. Geh dahin. Ach, ist das schön, einen Scout dabei zu haben. Und die sind so schön schnell. Du gehst mal dahin. Es hört sich nach Insektoiden an. Ich höre keine Drohnen, ich höre nur Insektoiden und dann, und wie gesagt, der Outsider aus dem Schiff ist da. Der ist ja aber immer da, wenn man ein UFO hat, von daher mindestens einer. Also in einem kleinen sollte eigentlich nur einer sein. Du stellst dich schon mal genau dahin, dass du einfach nächste Runde gleich einmal Touchy-Touch machen kannst. So, erstmal. Ja, aber von Sektoboden bin ich halt noch weit entfernt, Kaiser Gamer. So, wo habe ich jetzt meinen Scouty Mac Scout Scout? Da habe ich meinen Scouty Mac Scout Scout. Scouty Mac Scout Scout. Ist immer noch nichts. Es ist ruhig. Zu ruhig. Erstmal sichern wir uns wieder hier unseren Berg. Unser Berg. Also was man immer ganz leicht hört, sind Sektopoden,
Wenn Discs dabei sind, kann man gut hören. Nein, du gehst nicht da lang. Du gehst da lang. Ich will nicht irgendwie rechts aus Versehen was auslösen. Also wie gesagt, Insektoiden hört man gut, Sektoponen hört man gut, was man noch hört, sind Chrysaliden, hört man eigentlich relativ gut raus. Die Disk kann man gut hören, wenn man ein Öhrchen drauf hat. Ja, und dann hört schon fast auf. Also diese fliegenden Tentakelviecher hört man ziemlich schlecht, finde ich meines Erachtens nach. Ich komme jetzt nicht auf deren Namen. Es ist echt viel zu ruhig. Es macht mir ein bisschen Magenkribbeln gerade. Du machst schon mal Steady Weapon. Du gehst in den Overwatch. Du gehst auch in den Overwatch. Und da müssen wir uns noch nach da verteidigen. Am besten. Ramwal hat was entdeckt. Prozent hier kommen. Probier dein Bestes. Oh, Kaiser Gamer ist hier noch unten ganz alleine. Geh auf den Berg. Ramwal wird suppressed. Wo ist mein Sniper? Da ist mein Sniper. 82, 82. Hier, komm. Sniper ihn tot. Jawohl. Ach, ich werde niedergehalten, deshalb ja. Kaiser Gamer! Kaiser Gamer getroffen! Kaiser Gamer wird getroffen! Du machst Running Gun zu dem da. Ja. Schön ins Gesicht. Und du? Die 50% ist mir zu gefährlich. Halt ihn mal nieder.
Du hast Medikit, das kannst du dann gleich nächste Runde Kaiser Gamer ins Gesicht drücken. Er schießt wieder auf dich. Das wird Ramwal erledigen von da hinten. Indem er hier hingeht. So, oh, Achievement. So. Oh. So, als erstes mal so. Dann muss Ramwal von hier hinten. Kannst du das von da Tachi Tachi? Nein, das heißt, du musst eins weiter. So. Du geh mal dahin. Du geh dahin und zu Presch zumal, damit wir da safe sind. Du gehst dahin. Du nutzt deine 52% und schießt daneben. Du geh dahin. Du geh hier hin. Touch. Und gehst dann dahin. Du geh näher ran. Und wirfst die nächste Granate. Dahin. Sektoiden.
Ja, schön nochmal runterprügeln. So, Ramba, erstmal Tachi Tachi. Du kannst bis dahin runnen, gunnen. Mal sehen, kriegst du dann da guten Schussfeld. 59, 2, 2, 1, 59. Hier, komm, töte ihn. Er passt. Jawohl, unsere Sniper sind hier gerade richtige MVP. Du gehst mal. Ja, du bleibst noch da. Du hast 27%. Und von da müsstest du ihn eigentlich 60% darauf. Noch ein totes Alien. So. Du geh mal ein bisschen vor. Dadurch siehst du immer noch nichts Neues. Du geh dahin. Töte ihn hier. Du reloadest. Du rückst nach. Overwatch. Du gehst dahin. Es sind noch zwei. 45, 45. Versuch dein Glück. Noch eins weg. Und du. Geh hier hin. 43%. Daneben. Es hat so schön angefangen mit dir, Mond. Hallo. Moin, wer ist denn da? Private? Ich glaube, das ist Private. Das ist Private. Private, der in meinem Spiel auch schon einen Namen hat, nämlich Private, und den Rang Private hat und niemals hochgestuft wird. Das war bei Taitai auch schon so. Ich wollte bloß mal kurz reinschauen, weil ich gerade mit Veni noch ein bisschen unterhalte, aber der ist gerade im Hund raus. Ich dachte, die sitzt hier so alleine. Jo. Kaiser Gamer, du hast echt gutes Game gemacht, also gutes Spiel gemacht, aber leider bist du jetzt erstmal für 16 Tage außer Gefecht gesetzt. Ja, passiert halt, ne? Ja, ich hatte ja damals schon auf Domensch XCOM mit Taitai zusammen gestreamt. Ja, aber das hier ist halt eine ganz andere Welt, weil halt mit Mod viel mehr Klassen, viel ja, umfangreicher. Kranker, viel heftiger. Ja, heftiger nicht unbedingt, umfangreicher, sagen wir es okay. Mal. So, man muss halt wirklich sehr, 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 sehr taktisch sein. So, Kaiser Gamer, du hast ein Level Up. Was kriegst du denn hier? Holotargeting, dass unsere Leute besser treffen. Das ist doch immer gut. Wie oft hast du schon gespielt? Die Mod bin ich jetzt beim dritten Mal durchspielen. Okay, also hast du Ahnung? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Crack in XCOM, Long War, ja. Max Out, schieß mich tot, wann muss ich was wie blöd machen? Und du weißt schon eher, was man macht. Ich weiß, wie muss. Ich grundsätzlich vorgehen muss. Hey. So, was brauche ich denn noch? Waffeln. Und Bier. Ne, erstmal brauche ich noch einen Medic. Davon habe ich viel zu wenig. Hier, Medic. Wer könnte ein German Medic sein noch? Tyhan. Medic. Dross. Tyhan Dross, Medic. Ja. Der schreit dich gesund oder was ist? Weiblicher Medic. Ja gut, seine weibliche Seite, das ist klar. Und dann brauche ich noch
ein paar mehr Leute, die ein bisschen Umf machen. So ein Rocketeer kann ich noch gebrauchen. Da wird mal. Ja. Ich weiß es schon. Wie heißt er denn? Dark Red Droem. Hast du jetzt eine ganze German-Liste auf und nimmst einfach alle irgendwie mit rein? Irgendwann habe ich alle voll. Gut, dass man insgesamt nur 100 Soldaten haben kann. Ja gut, die kriegst du nicht mit German voll. Das tut mir ja leid für dich. Ja, ne? Wo bist du eigentlich? Da, Private, hast schon 100 von 120 Erfahrungspunkte. Ich hab's drauf. Ja. Dann du mich nicht sterben lässt, wie Tai-Tai. Tai-Tai mich sterben lassen, einfach so. Inwiefern? Ich war Scharfschütze. Ja. Und das hat irgendwie nicht geklappt bei ihm so richtig. Irgendwann war ich tot. Das Spiel zum ersten Mal gespielt, ne? Ja, klar. Ja, danke, Revan. Du kommst dann gleich auch, sobald wieder neue Beförderungen anstehen, wenn ich mal wieder Rookies mitnehme ins Team. Ja, weil meine Liste ist halt noch so leer, weil ich könnte noch ein paar Badabum-Granatenwerfer gebrauchen. Das passt bestimmt zu dir, Revan. Hier. Bist du schon im Spiel eigentlich? Ich? Nein. Hey, wie weit? Achso, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, oder? Ich habe noch nicht mal die erste Forschung durch. Ah, okay. Die ist jetzt durch. Yeah. So. Dafür brauche ich 10 Sektoiden-Korpses. Dafür brauche ich 10 Sektoiden. Capture Alive Alien. Langsam. Waffen. Ich brauche erstmal mehr. Butter, nee, ich brauche Rüstung. Ja, komm, gib mir Rüstungen. So, was habe ich an Geld? Nicht viel. Das sage ich auch, wenn ich in mein Portemonnaie gucke. Was habe ich an Geld? Ah, nichts, okay. Das Übliche, ne? Ja. Wird doch irgendwie nicht besser, komischerweise. So, noch 7 Tage, bis mein Satellit fertig ist. Und 3 Tage, bis ich meinen Satelliten hochschicken kann. Oh, ich kann wieder buddeln. Schon mal direkt freiräumen. Den zweiten Teil schon gespielt? Nein. Okay. Ich kann mich aber mit ihm auch nicht so wirklich anfreunden. Aber du hast ihn schon mal angeguckt, oder was? Ja, klar. Weil man in Teil 2 ist, hat man ja in Teil 1 so gesehen verloren. Ja, genau. Und deshalb ist man dieser Untergrund halt und das ist so, ich finde. Ja, es ist auch mega nervig und super schwer, ne? Oh, richtig scheiße schwer. So, wer kommt denn mit? Yuki kommt mit als Medic. Dann kommt mit Subsu als Scout. Elitewolf. SO, Tippitoppi-Typ kommt mit als Infanterist. Rocketeer, Soulstorm als Sniper und dann habe ich noch Platz für 2 Neulinge. Private kommt nie mit. Oh nein. Du musst Private bleiben. Du bist ja deinem Namen nicht mehr gerecht. Alter, das ist dein Ernst? Nimmst du dich bloß nicht mit, damit ich Private bleibe? Ja. Oh, fick dich einfach, ne? Alter. Was denn? So ein Bastard. Oh, ja, was soll ich denn machen, wenn du plötzlich Captain Private bist? Ja. Dann bekomme ich ja gar nicht mehr klar. So, Sniper. Rocketeer, das passt. Assault passt. Subsu passt noch nicht. Hier ist Tom. Tok. Ach, du hast noch ein Medikit dabei. Was willst du mit einem Medikit? Wir haben Medic dabei. Richtig ungewohnt zu sehen, wie viele Leute jetzt in den Squad passen.
Ich habe. Durch. Man kann in der hier anpassen, man startet normalerweise mit 6, aber ich habe gesagt, ich will mit 8 starten. Okay. Ist das nicht im Originalspiel 5 oder so? 4. Ja, ja. Das ist heftig. Das passt dann jetzt. Jupp, 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 jupp. Auf zur Mission. Wir sind in irgendwo in China. Ich kann den Ort nicht aussprechen. Warte, warte, ich sehe es vielleicht gleich. Nein, kann ich auch nicht aussprechen. Ich hätte Gesundheit gesagt, aber. Urumqi, whatever. So, wo ist mein Scout? Da ist mein Scout. Schlimmste für mich bei XCOM waren ja immer die Rette die Zivilisten-Missionen. Ja, ja. So nervig, die alle zu finden und zu kriegen. Hier ist es auch genauso schlimm. Sogar teilweise noch schlimmer, weil sobald du nicht irgendwie eine Bilanz von ungefähr 10 geretteten von 18 hast, geht die Panik automatisch um mindestens einen Balken hoch. Wow. Also hier ist das echt extrem schlimm. Und je weniger du rettest, desto schlimmer wird das. Und nicht nur das Land, was du dann auch noch, wo das gerade stattfindet, ist das dann, nein, sondern auch noch die umliegenden Länder dann entsprechend. Hey, wie geil. Ja, da kommt richtig schön Freude auf. Ah, das glaube ich. Erstmal hier von der Straße runter. Also, beziehungsweise nicht, weil es ist nur die Straße. Aber erstmal ein bisschen auffächern. Vielleicht habe ich ja doch noch Erbarmung, mach dich irgendwann zum Captain Private oder so. Irgendwann. Du wirst Exo wollte ja Mac werden, vielleicht verwandle ich dich ja auch in ein Mac. Du weißt schon, was Macs sind, oder? Ich habe Long War nie gespielt. Du weißt aber, was Macs sind, oder? Ja, das ist klar. Ja, das. Okay. Dir werden deine Arme und Beine abgesägt, dann kriegst du da Prothesen dran und dann passt du in der Mitte. So geil wie in Quake 4 oder so, wo man da durch die Anlage fährt und knackt, die Ketten sägen einem alles. Okay, ich bin eindeutig, mag ich zu viel brutale Spiele. Ne, dir wird einfach alles weggenommen außer dein Kopf und du wirst dann auf einem mechanischen Ding gesetzt und dann kannst du verschiedene Anzüge anziehen. Oh, meine ersten Sinmen. Geil. Will das in echt? Ja, weit entfernt sind wir davon ja nicht mehr, ne? Würde mich freuen. Du, mein Lieber. Kitty, ja, du lebst mal noch. Ich lass dich mal wieder alleine mit deinem schönen Spiel. Tut mir leid, viel aber... Spaß. Chaos Kitty kann mir Gesellschaft leisten, wo sie jetzt ja da ist vielleicht. Los Kitty, go for DDD. Und ich wünsche euch dann auf jeden Fall im Chat auch noch viel Spaß. Macht's gut. Ja, dann wart auf den Pizzamann. Das kannst auch hier. Und wir Mädchen, bis jetzt ist mir noch keiner verreckt. Was ein Wunder ist, weil normalerweise verreckt immer irgendjemand, aber. 16%, du könntest da vorrennen gönnen. Oder kommst du mit deiner Granate ran? Und du kommst mit deiner Granate ran. Spreng den Sinman! Ich sag dazu mal nichts mehr. Bin ich denn nur von Idioten umgeben, die nicht schießen können? Anscheinend.
wenn das jetzt Yuki reißt, ne? Yuki, du musst das jetzt machen. Moin, Kräuterblitz. Wieso sag ich's überhaupt noch? Ihr habt echt 4 Schaden gegen einen einzelnen Sin-Man gemacht. Ja, komm, 56% Subso. Dir vertraue ich noch mal eben was an. 45%. Prozent. 42%. Yuki! Kräuterblitz? Also meine Truppe ist zu blöd, um an den Baum zu scheißen, so wie es aussieht. Die haben 50 oder 70% der Trefferchance. Daneben. Ja, ganz ruhig. So, da unten muss ich hin. Da gehe ich hin, wenn ich dann Dingsens bin. Gut positioniert. Da sind nämlich ein paar Aliens. Wie weit komme ich mit meiner Granate? Nicht weit genug. 56, 71%. Komm. Tippitoppi, Typ. Ein Schaden. Ein ganzer Schaden. Run and Gun ist noch nicht so weit. Ne, du. Puh. Muss das halt mal wieder der alte. Der gute alte Sniper richten. Du gehst dahin. Siehst von da aus nichts, ist aber nicht schlimm. Du gehst dahin. Und du rückst nach da vor. Und du gehst mal nach da mit deinem und hoffst, dass du nächste Runde ein gutes Ziel hast. Ja, ganz ruhig. So, du gehst erstmal dahin. Das ist mir zu gefährlich mit bei der Zielperson, die ich retten soll, mit einer Rakete oder Granate zu hantieren.
Bumsebiene! Bumsebiene wurde verletzt. Yuki muss zur Eile, zur Rettung eilen gleich. Der muss sterben, dann stirbt der andere automatisch mit. Alienschnodder. Du gehst erstmal da in Deckung und rettest gleich unsere Bumsebiene. Du gehst hier hin. Und siehst gar nichts. Auch gut. Du hast noch. Du könntest. Nee, das ist mir zu gefährlich. Das machst du nächste Runde. Komm, geh in Overwatch. Unser Sniper hat noch 48%. Schade. Ah, unser Scout. Wo kommst du hin? Da. Immerhin. Drei Aliens tot oder zwei? Drei. Nicht unsere Bumsebiene. Ja, nerv nicht. Ich rette dich gleich schon. Wenigstens habe ich einen Medic. So, jetzt habe ich genug. Muss das Elite-Wolf halt machen. So. Ja, kommt da gleich dein Fun. Hier. Wen schicke ich? Erstmal schicke ich, hole ich meinen Deppi zurück. Hier, so. Wusch. Und du gehst dahin. Steadiest. Und du holst jetzt den Wieb. Thank God you're here. I'm still breathing. I can't say the same for a lot of my boys. Let's get out of here before any more of those things show up. I don't know what outfit you're from, but I haven't seen gear like that before.
Skyranger as soon as possible. Objectives updated. Du gehst hierhin. Hier bist du gut gesichert. Und weil es so schön war, das ganze Spiel jetzt nochmal in die andere Richtung. Da ist nichts, da kann ich hin. Mal dahin. So ungefähr. So ungefähr. Du gehst mal dahin. Da hinten ist noch ein Trupp. Aber der ist erstmal irrelevant. Ich muss erstmal die von vorne. Den da? Beste Idee! Das war eine sehr schlaue Idee von dem! Ein Moment. Ein Moment. Es geht gleich wieder. Stell mir das gerade in real vor. Denkst dir nichts bei so lü 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 lü. Langsam und beständig. Könntest du dich eigentlich um den Trupp da hinten? Nee. Alleine ist das blöd. Zu zweit ist das auch blöd. Komm, ihr kriegt hier meinen Sniper an die Seite gestellt. Dann gehst du hier hin. Bist zwar erst gerade hergekommen, aber. Ein bisschen Bewegung hat dir noch nie geschadet. Und dann kriegst du noch Elites Wolf. Elite Wolfi mit MVP. Wilhelminchen, die Gegner waren dran, haben Verstärkung aus dem Himmel geschickt. Der ist hier gelandet und als er gelandet ist, hat er direkt viermal Overwatch abbekommen und ist da jetzt. Overwatch verreckt. So, der Medic, du gehst mal dahin. Du bleibst da, falls etwas da kommt. Und du bleibst da, falls etwas noch kommt. Und du bleibst auch da.
Badabum! Ja, wie gesagt, die ganzen Erfolge interessieren mich so einen feuchten Kehricht. Du gehst mal bis dahin gedasht. Der VIP ist so langsam. So, du deckst mal da. Du deckst nach da. Du gehst nach da. Du gehst nur nach da. Ne, du kriegst Daddy-Weapon, falls du gleich eine Rakete abfallen musst. Und du kannst auch aufrücken. Ja, 91 Mist, genau. Habe ich mir auch gedacht. Erstmal ein Achievement, genau. So, als hätte ich es nämlich nicht geahnt. Ich muss nämlich noch den letzten da hinten, da wo ich halt meine Leute hingeschickt habe, töten noch. Oh, sind noch ein paar mehr. Ups. Ja, mit meinem Glück hat der Sniper 95% und verfehlt. Low Wolf! Elite Wolf! Du. So, du darfst den letzten Kill machen. Du stellst dich hier hin. Schrotflinte! Dafür liebe ich dieses Holz einfach so. Lü, 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 lü. Boom! Bumsebiene. Ja. Das wird ein neuer Sandman. Aha. Ups. Baracken. Was brauche ich momentan? Scouts habe ich genug. Ein Gunner. Noch ein Assault. Hier komm. Ein Gunner. Und das. Und. Der drillt zwei Level.
Ach, den habe ich gerade eben geschenkt gekriegt, stimmt. Nein, den kann ich nicht umbenennen. Nein. Hier, komm, wir brauchen noch eine Assault. Und diese Assault wird... Kräuterblitz. Ja, richtig geschrieben. Sonst noch irgendwelche Beförderungen? Ja, ihn. Und was brauche ich jetzt noch? Ein Badabum Engineer. Momentan nicht Kräuter. Warum? War das wird mal im Moment. Ich schau mal in meine Liste. Das wird. Das ist Zorgo. Das ist ein guter Zorgo. So, Ziff ist noch 14 Tage verwundet, Kitty ist noch 5 Tage verwundet, Chutsu 13 Tage, 7 Tage, Bumsebiene 16 Tage, Kaisergamer 14 Tage, leider. War so ein guter Soldat bis jetzt. So, kann ich irgendwas Interessantes bauen? Nee. Kann ich irgendwas hier Interessantes bauen? Nee. Da kann ich auch. Doch, ich kann was Interessantes bauen. Hier. Kannst du mal das hier machen. Dann habe ich das schon mal. Ja, das kann ich machen. Ich will landen. Ignore. Wie sieht es mit meinen Leuten aus? Gunner Assault, 8 Stunden. Wann ist was aktiv? Ja, ne, nicht. Nichts wird aktiv. Das heißt, ich muss mit dem, was ich habe, und vielen neuen Leuten in den Krieg ziehen. Hier, mein neuer General von... General Van Dorn, den ich nicht umbenennen kann. Kräuterblitz, du wirst gleich in den Krieg geschickt. Komm, direkt in den Krieg. Private, bleib zu Hause. Werden wir sehen, Kräuterblitz. Werden wir sehen. So. Zwei Medikits, dann noch eins. Brauche ich noch. Das reicht dann aber auch Medikits. Und jetzt brauche ich nur noch Badabum. Kräuterblitz. Du hast echt blöde Ausrüstung dabei. Hier, nimm eine Granate.
Und du kriegst hier das da und eine Granate. Dich habe ich anscheinend übersehen. Ach, das Squad Dreckner. Ich hab's erhöht von 6 auf 8, ja. Einfach nur, damit ich es ein bisschen einfacher habe. Ich möchte ja nicht 3 Harden wie bescheuert mit 6 Leuten. Ich sehe auch, wie gut die Gegner treffen. Und ich kann mir aussuchen, welche Klasse ich haben möchte. Das sind so ein paar Luxussachen, die man sich halt gönnt. So, erstmal gucken. Da ist nicht. Da ist auch dicht. Das heißt, es geht nur der Weg. Gut, der ist wenigstens gut zu überblicken. Du gehst mal an das Scheißhäuschen dran. Aber nicht zu tief schnuffeln. Kräuterblitz. Du gehst mal erstmal hier hin. Machst die Tür leise auf und gehst dann dahin. Du gehst dahin. Weiter vorschicken möchte ich euch ungern. Also, du musst so eine relativ gute Position haben. Du gehst mal an die Häuserwand. Du verkriegst dich hinter deinen Kollegen. Und du hilfst mal dem Bein da. Die Tür bewachen. Kannst du von da aus was treffen? Nein. Schade. Nein, du bist noch nicht dran. Erstmal kommt Kräuter. Gehst dahin. 2081. Aber versteckst dich da schön. 75, 75. Auf das Fenster! Moin! Kannst du von da aus jemanden sehen? Nein.
Und du? Nein, habe ich gesagt. Du hast 20%. Mit 20% triffst du nicht meine Scheunendach. Das ist jetzt die Frage. Nächste Runde schicke ich dich weiter vor. Passt schon. Ihr seid so schlecht. Warum schicke ich auch Nubis mit auf eine Mission? Ah, ist er in Overwatch gegangen? Prozent, wenn du triffst, ne? Ich wollte schon sagen. Was hast du mit Gunner Kräuterblitz? So, jetzt trifft ihr ihn besser. Du kommst gar nicht an den ran. Yay! Erster Treffer. Tötet dieses geht doch. Ich habe gerade geguckt, wer eine Granate hat, aber keiner in Reichweite hat eine Granate. Hier ist Medikit. Medikit. Alle. Und der ist nicht mal ansatzweise in Reichweite für eine Granate. Ich werde das schon. Hier, komm. Komm, Kräuterblitz. Sieg, Flieg und Sieg. Ich glaube schon, Dragner, dass ich sie habe, aber ich nutze sie nicht, weil ich mag sie nicht. Ich weiß nicht warum. So ungefähr. Eins weniger, das andere ist fast tot. Ich weiß, dass ich durch Granaten keinen Loot kriege, nur halt, wenn ich eine Mission mit fast nur Anfängern habe, werfe ich lieber Granaten als einen Soldaten zu verlieren. Es ist ruhig.
du gehst mal dahin. Du kannst nach da aufrücken. Und du gehst nach da. Oh, da ist ja noch eins. Rookie verletzt. Rookie verletzt. Wirklich. Wirklich. Dann musst du das machen. Hier, 100%, 54% Crit, töte ihn. Meine Fresse, ey. Zu doof zum Kacken. Oh, die nächsten. Eine Drohne. Da war eine Drohne. So, Kräuterblitz, vor mit dir. Du musst nächste Runde deine Schrotflinte ansetzen. Du kannst dahin. Ich muss meinen Leuten nachrücken. So, du müsstest eigentlich eine neue Position kriegen. Und zwar da. Falls nämlich jemand hier rumgehen möchte, musst du nämlich Overwatch. Nee, du musst nicht overwatchen. Du gehst schon mal da in die volle Deckung. Und nächste Runde gehst du ab. Komm näher. Der nächste Verletzte. Wen kriegst du denn? Den kriegst du. Jawohl. Holo-Targeted. Ne, das Ding. Ich möchte mal was gucken, Kräuterblitz. Bis wo kommst denn du? Du kümmerst dich jetzt nämlich per Run and Gun. Schieß den Alien in den Rücken. Körper, Kopf, was auch immer. Schieß es weg. Wenigstens kann einer was aus dem Team. Wenigstens einer. Ja, weil Minchen noch, glaube ich, krank ist. War sie krank? Ich weiß es nicht. Oder war sie wieder im Einsatz? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin vergesslich, was sowas angeht. Nein, mein erster Toter! Ich bin auch recht aggressiv vorgegangen, muss ich sagen. Komm, Kräuterblitz.
Töt das Alien, was deinen Kameraden getötet hat. Nee, also das akzeptiere ich noch. War seine erste Mission. Kräuterblitz, du hast nicht mal ein Level abgekriegt. 80 Tacken. Wo ist denn Wilhelminchen eigentlich? Private. Jonas Elite Wolf. So ist um da. Wilhelminchen. Infanterie. Du kannst in einen Tag wieder. Darfst du, Wilhelminchen. Apropos, ich habe das W klein geschrieben. Das geht nicht. Zwölf, 14, 5, 11, 3, 12, 17. So, wie sieht's jetzt aus? Ich habe 127 Bucks, kann aber nichts Interessantes bauen. Satellite ist fast ab. Jetzt muss ich darauf warten, dass der Satellit da ist. Nee, nicht. Von wem kommt das denn? Von Indien. Brauche ich einen Wissenschaftler? Einen. Geht ja. Wusch. Schieß es ab! Jawohl! 35 Stunden. Habe ich dann irgendwas ready? Rampal ist ready. Moonstriker ist ready. Tyrandus ist ready. Jonas ist dann wieder ready. Tippitoppito ist ready. Wilhelminchen ist ready. Ja, das wird eine easy Mission. Mein Generator, so. Sensky. So, ein Sniper. Wilhelminchen, ab in den Dienst. Rambal. Mondstriker. Dark Redrum. Tyhandros. Unbekannter Dude. Unbekannter Dude. Souls Fan? Nein, ich spiele nicht den Iron Mode. Loadout. Hattest du die richtige Waffe? Nein, hattest du nicht. Hier, richtige Waffe. Damit du was triffst. Du kriegst richtige Waffe, damit du was triffst. So. Medic Tyhandros. Erstmal hier Medic Pack, dann kriegst du noch hier, damit du was triffst, und dann bleibst du bei, gehst du zum Battle Rifle, du brauchst keine Bewegung als Medic. Unser Rocketeer. Assault Rifle passt. Die Granate wird gegen eine Rakete ausgetauscht. Der Scout passt. Glaube ich. Jupp, das passt vom Scout. Rambal passt sowieso. Minchen passt. Sniper auch super. Letzte Mission für heute. Morgen geht's dann weiter. Secure the site ASAP.
So, wo kann ich denn hin? Okay, wir haben gut was, wo wir uns positionieren können. Normalerweise dürftest du da nichts aufdecken, also weiter vor. Wie viel Platz habe ich da? Keinen. Da dürftest du eigentlich nichts aufdecken, weiter vor. Du gehst mal dahin. Alles andere ist mir jetzt gerade zu gefährlich. Wo ist mein Sniper? Sniper, du hast da das Haus oder die Scheune ist ein gutes Ziel nachher für dich. Du kannst dahin. So, und du gehst dann noch dahin. Und du gehst dahin. Ach, dich habe ich noch. Immer diese Neulinge, die dann plötzlich irgendwie auftauchen. Sektoiden und Drohnen dürften das gewesen sein. Ramball, stürm vor! Tyandros! So. Aha. Da ist ein Melt-Container. Schön. Eins weniger. Hast die beste Position ausgesucht, ne? Du musst da weg. Sonst kannst du schnell flankiert werden. Du gehst dahin.
gehst dahin. Tandros bleibt hier in der Ecke kauernd und du bleibst auch mal hier. Kannst nächste Runde. Wäre ich da flankierend? Nein. Kannst dahin. Du gehst in. Schöner Schuss. Immerhin eine Deckung hast du weggeknattert. Hättest du den Schuss nicht direkt machen können, so wäre... So, Suppression löst. Schade. Tyrandros verwundet! Tyrandros verwundet! Das Ding brennt leider.
Ich hätte mich auch gewundert, wenn du mit 17% getroffen hättest. Ach ja, das war ja eine UFO-Mission eigentlich. Upsi, ganz aus den Augen verloren. Hätt's mich ja auch mal dran erinnern können, Kräuterblitz, dass es um UFO geht. Noch mehr davon. Euch habe ich jetzt nicht gebraucht, wisst ihr das? Tyrannus, heil dich lieber noch mal, bevor du gleich umkippst. Du lädst nach. Du positionierst dich neu. Und gehst in Overwatch. Du gehst da hoch. So. Du gehst nach da und du gehst nach da und den nächsten Fucky Fuck. Ich glaube, die Runde starte ich noch mal neu, wenn es zu blöd läuft. Jetzt kriegst du auch noch Panik gerade. Dann. Eins weniger.
Wer Ram war nicht gepanickt? Oh, Rambal! Nein, wer ist gestorben? Monstreiker ist tot! Ja, hast du. So, nur noch du bist da. Minchen! Minchen! Könntest bis dahin, wenn du da, könntest du nächste Runde. Nächste Runde ist dein Turn, Rambal. Nein, da war noch einer! Ja, wo geht der Minchen mal hin? Tyandros meine ich. Tyandros muss back in business. Du gehst dahin und rettest nächste Runde Minchen. Nein, du kannst Minchen nicht retten. Du hast keine Packs mehr. Hier, komm, du gehst dahin, wo Striker lag, Mondstriker liegt.
So, Ramwal, du kommst bis dahin. Reicht nicht. Das heißt, du kümmerst dich um den da. Indem du dahin dasht. So. Minchen, es ist Zeit für den Rückzug für dich. Du siehst ihn nicht mehr. Du hast auch keine Muni, das heißt, du bleibst auch mal da. Wo bist du hin? Minchen, geh in Deckung. Da ist halbe Deckung, hier ist ganze Deckung. Du brauchst irgendwie eine neue Position. Du gehst mal dahin. Ich weiß, dass du da bist. Schön in den Rücken geschossen. Schade, dass er lebt noch! So, du hast noch einen Schuss. So, Ramwal! MVP, nur einer gestorben und das ist Moonstriker. Kriegst als erstes mal mehr Damage. So, wer Ramwal, Close Combat Spezialist.
Minchen, Executioner. Precision Shot, Snapshot. Plus 30% Crit, ja. Damaged. So, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Geld. Build Facilities. Ein Lab. So, und dann hier noch Excavaten. Und ich habe kein Geld mehr. So. Baracken, was brauche ich denn am dringendsten? Neue Scouts. Mir ist ja irgendwie ein Scout gestorben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wilhelminchen lebt. Sie hat es irgendwie überlebt. Das ist jetzt boostet die Chicken. So. Ja, Tyhandros ist 24 Tage außer Gefecht. Dark Redrum 27 Tage außer Gefecht. Wilhelminchen, wie lange hast du es? Wie lange hat es dich erwischt? Wo bist du denn? 24 Tage. Du darfst jetzt 24 Tage lang in der Krankenstation abhängen. Ziff braucht noch 10 Tage. Oh, Chaos Kitty ist fast wieder ready. Und dann muss ich demnächst mal ein paar Soldaten anheuern beim nächsten Geld. Allerdings sehen wir das erst beim nächsten Mal. Na, Speicher. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss mit Ö.